Hallo Leute und willkommen mal wieder auf dem Channel von Giochi. Ist ja jetzt ein paar Tage her, dass es wieder mal ein Video von mir gab. Ich wieder gesund, also wie versprochen das ein oder andere Video. Heute ein Deckprofil angelehnt an eine der letzten YCS, Providence war es glaube ich, in dem ein Ritual Angel Deck in die Top 8 gegangen ist. Die Idee bei mir auch nicht gerade unneu, sag ich mal. Und deswegen habe ich mich auch dran gesetzt, so ein Deck zu bauen. Hab vorher den Build gehabt. Der war dem Build von dem guten Herrn sehr ähnlich. Ich werde das Profile hier gleich einblenden, damit ihr das vergleichen könnt. Aber ich habe es dann doch ein bisschen geändert auf meinen Geschmack und werde euch das Ganze jetzt präsentieren. Ritual Angel, für alle, die es nicht kennen, das ist der Ritual-Part, nämlich der Herald der Vollkommenheit, der, indem man eine Fee abwirft, alles negieren kann. Und Meister Hyperion, zum anderen das Bossmonster aus dem neuen Starterdeck, indem man einen Agent aus dem Friedhof entfernt, kann man ihn einfach aus Spezialbeschwören oder halt aus der Hand oder vom Feld. Und wenn man eine Fee aus dem Friedhof entfernt, kann man dann eine Karte auf dem Feld zerschießen. Im Prinzip also Dark Armored Dragon. Ich stelle euch jetzt erstmal das Deck vor und dann erzähle ich euch ein bisschen was dazu. Fangen wir erstmal an mit 3 Herold der Vollkommenheit. Super Karte, da baut das Deck halt drauf auf. Wir werfen eine Fee ab, zerstören dann und negieren irgendwas. 3 orangene Herolde finde ich ultra mächtig im Moment. Gerade jetzt, wo viele Hyperlabels rumlaufen, viele, viele Formula-Synchrons im gegnerischen Zug kommen, viele, viele Sachen kommen, die wir noch gar nicht negieren können, weil wir vielleicht nicht anfangen. Trishulas und so weiter und so fort. Wenn wir ihn hier haben und keinen Herold auf dem Feld, können wir ihn und noch eine Fee abwerfen und einen Monster-Effekt vom Gegner negieren und zerstören. Sehr mächtig meiner Meinung nach. Lohnt sich zu spielen. Dann 3 Meister Hyperion. Sehr gut. Genauso wie 3-mal Sendboten Erde. Und halt auch noch 3-mal Sendbote Jupiter. Das ist der Agent-Part. Der Agent-Part, wie gesagt, sehr wichtig. Earth sucht uns bei Normal Summon eine Karte, nämlich den Jupiter aus dem Deck. Ist ein Level 2 Tuner. Diese 6 Monster ziemlich wichtig, um Hyperion natürlich zu beschwören. Damit man Hyperion schnell rauskriegt. Aber auch Jupiter in dreifacher Ausführung, weil absolut nicht unterschätzte Karte. Earth sucht Jupiter. Jupiter kommt dann mit 1-8 aus dem Deck auf die Hand. Out of nowhere spielst du ihn aus, entfernst einen Erde oder einen Jupiter, gibst ihm 800 ATK, ist eigentlich sowas wie ein MVP. Er kommt, macht einfach mal 100 Schaden auf einem Stardust Dragon und der ist schon ziemlich krass. Also, Hyperion natürlich bekannt, schießt einfach was weg. Ziemlich gut, was soll man da groß zu sagen. Dann 3 Manju, sucht uns Ritual Zauberkarte oder Ritual Monster aus dem Deck auf die Hand. Absolut wichtig. Alles, was mit Ritual zu tun hat. Genauso, 2 Christia. Totales Bossmonster mit, wo haben wir ihn hier? Mit Hyperion. Das totale Bossmonster des Decks. Jetzt, wo wir die Möglichkeit haben, nicht nur Christia als Boss, sondern auch Hyperion zu beschwören und Feld frei zu machen, lohnt sich das Ganze natürlich noch mehr. Christia in dem Deck, wie ihr gleich sehen werdet, gut beschwörbar, da wir den Friedhof regulieren können mit Hyperion. Und außerdem auch noch mit 2 Soul of Purity and Light. 4 Feen hat man relativ schnell einfach mal im Friedhof. Christia kommt dann, nimmt uns eine Fee wieder auf die Hand für den Herold und der Gegner und wir selber können nicht Special sammeln. Aber ziemlich egal im Endeffekt, denn wenn Herold mit Christia liegt, ist das Spiel meistens vorbei. Soul of Purity and Light, wie gesagt, 2 Stück. Auch ziemlich stark. Wir regulieren den Friedhof. Gegnerisches Monster hat 300 ATK in der Battleface von ihm weniger. Und mit den Level 2 Tunern, die wir spielen, nämlich dem orangenen Herold und Earth, können wir gut auf Level 8 synchronisieren. Dann 2 Sonic Bird. Finde ich immer wieder wichtig, um die Ritual-Zauberkarte aus dem Deck zu suchen. Die einzigen Lichtfeen, die ich spiele, 1-4, ganz normal, genau wie Manju. Dann noch ein Honest. Kommt man nicht dran vorbei, alles ist mit Licht zu tun. Und eine Freya, random. Freya finde ich absolut mächtig. Ist schon in vielen Fairy-Decks aufgetaucht. Ich finde sie einfach nur klasse. Man bringt sie, alle Feen bekommen 400 Angriff und Verteidigung und Freya kann nicht angegriffen werden, solange eine andere Fee liegt. Freya neben Herald bedeutet einfach mal Herald mit 3200 Verteidigung. Das ist schon ein echtes Powerhouse. Das sind 26 Monster, sei dazu gesagt. Viele Monster natürlich.
Dann Spell Lineup sind 3 Pot of Duality. Ja, Pot läuft einfach göttlich. Wir spielen Pot, suchen uns das Richtige auf die Hand, spielen einen Manju nach oder davor halt und dann den Topf und haben einfach das Setup, um schon den Herald zu bringen. Bringen wir Herald halt nächste Runde, ist schon in Ordnung. Aber wenn wir ihn im Late oder im Midgame ziehen, einfach tierisch mächtig, weil ein Topf, den wir ziehen, ist eine potenzielle Fee, die wir nachziehen können. Dann 3 Preparations of Rites. Ganz wichtig, auch Speed, um die Ritual-Monsterkarte aus dem Deck zu suchen und um, wenn wir dann haben, die Ritual-Zauberkarte aus dem Friedhof zu suchen. Wird nicht so oft passieren, sage ich jetzt schon, da wir im Endeffekt eher wegen dem Monstersucheffekt das Ganze benutzen und wir die Ritualkarte sowieso in den meisten Fällen banishen, um wieder eine Karte aus dem Friedhof in die Hand zu nehmen. Nämlich spiele ich nur 2 Dawn of Herald mit der Soul of Purity and Light und der 4- und 2er-Kombo im Endeffekt komme ich auf 6. Ich benutze nur 2, weil ich eigentlich denke, dass 2 reichen. Wir werden sie sowieso immer banishen. Meistens bringt man nur 2 Herolde und danach ist das Spiel eh schon gelaufen. Der dritte würde einfach meiner Meinung nach den Platz verschwenden. 2 reichen absolut in diesem Fall. Und wir entfernen sie sowieso immer durch ihren Zweiteffekt, dass wir, wenn wir sie benutzt haben, die Karte entfernen können. Und eine Fee aus der Ritualbeschwörung, die wir benutzt haben, wieder auf die Hand nehmen können. Sprich, wir aktivieren den Dawn, werfen das Soul of Purity and Light ab, removen die Karte und nehmen den Soul of Purity and Light gleich wieder auf die Hand. Selbes, wenn man einen Level 2 und Level 4 Monster benutzt, da können wir dann nur 1 auf die Hand nehmen. Einziger Nachteil der Karte, die Monster müssen genau Stufe 6 haben. Aber kann man im Deck ganz gut hinkriegen. Dann ein Pot of Avarice. Finde ich zu wichtig, ihn zu spielen. Friedhof ist immer sehr voll. Ein Monster Reborn, eine Giant Trunate. Bevor ihr fragt, kein Dark Hole, kein Book, alles nicht. Ist alles im Side-Deck. Brauchen wir nämlich nicht in der Regel, denn wenn nicht gerade ein Thunder King Ryo kommt, die meistens nicht gemaint werden, kommen wir eigentlich ziemlich gut klar. Und als Trap-Lineup einfach nur 3 Royal Decrease. Decrease, absolut mächtig. Ich habe überlegt, mit Safe Zone zu spielen, aber ich bleibe bei Royal Decree, denn Decree setzt in der Regel im Moment locker mal ein Viertel bis ein Drittel des gegnerischen Decks im Moment außer Kraft. Ganzen Traps, die wir uns im Endeffekt, die uns Sorgen machen, wie zum Beispiel Solemn Warning, Solemn Judgment, Prison, Royal Oppression, Skill Drain, alles das, Trap Holes, Bottomless Trap Hole, was weiß ich was, Light Imprisoning Mirror, alles, wird von Decree einfach auseinandergenommen. Müssen wir keine Angst mehr vorhaben. Decree sorgt dafür, dass unsere Karten mit dem Herold, die wir auf der Hand haben, effizienter genutzt werden können und wir nicht mehr ganz so viel negieren müssen und uns auf die Zerstöreffekte des Gegners konzentrieren können. Ja, das war jetzt erstmal kurz einmal das Deck. Dann werde ich euch jetzt noch einmal, auch wenn das jetzt vielleicht nicht ganz so schwer ist, zeigen, wie das Ganze so in der Regel funktioniert. Natürlich läuft es darauf hinaus, dass man mit Manju, mit Sonic Bird, mit Vorbereitung der Riten natürlich viele, viele, viele Karten hat, um, wo haben wir es, hier ist der Dawn, um den Dawn of the Herald rauszusuchen, dazu zwar nur den Sonic Bird, und um den Herold der Vollkommenheit rauszusuchen. Im Endeffekt, der hier sucht beides, darum 3 davon, Pflicht, die beiden, er sucht die Ritual-Zauberkarte, er sucht das Ritual-Monster. Das sind die Ziele, das ist der Plan, schnell aus dem Deck auf die Hand zu kriegen. Dann ist der Plan, eines dieser Monster bevorzugt abzuwerfen, nämlich ein Herald für einen anderen Herald oder eine Soul of Purity in Light direkt und dann die wieder auf die Hand zu nehmen. Dann haben wir den großen Herald erstmal mit 2800 Verteidigung auf dem Feld liegen und können mit Feen aus der Hand alles Mögliche negieren. Dann ist die Zweitstrategie, da der Herold sonst sehr passiv war und immer nur defensiv gespielt wurde, mit den Agents, die hier dann auch noch im Deck sind, nämlich Earth und Jupiter und dem Chefmonster Hyperion, das Feld unter Druck setzen zu können. Earth sucht uns Jupiter raus. Wenn wir keine andere Möglichkeit haben, könnte man hieraus sogar ein Achter-Synchro machen. Wollen wir in der Regel natürlich nicht. Sondern wir wollen den Guten hier rausbringen. Hyperion. Oder halt Earth und dann mit 2-6 angreifen. Bringt auch Speed, bringt eine Handkarte und wenn wir noch ein Monster auf dem Feld haben, abgesehen von Herold, können wir synchronisieren. Finde ich ziemlich stark, finde ich ziemlich wichtig. Ich persönlich sage, dass Hyperion
wenn er auf der Hand ist und wir mit Earth vielleicht noch was gesucht haben, ein unglaublicher Beatstick ist. Hyperion mit seinen 2-7 kann in der Regel, wenn Decree liegt, wenn Herold liegt, kann er ganz sicher einfach einmal schießen, mit 2-7 irgendwo angreifen und ist mit dem Herold noch geschützt. Decree ist da, Entschuldigung, ist da gar nicht mal so wichtig, aber eine sehr, sehr krasse Option. Dann dadurch, dass wir eben sehr viel Grave-Regulierung haben, durch Meister Hyperion, durch Jupiter, durch die Soul of Purity and Light, können wir natürlich sehr, sehr viel den Friedhof regulieren. Christia sehr einfach zu beschwören. Im Endeffekt ist das hier immer wieder das Wunschfeld. Wenn dieses Feld liegt, ist das Spiel einfach für den Gegner meistens vorbei, denn er kann nur noch rauskommen, indem er Effekte bringt, die entweder Christia verdecken oder zerstören oder beides zerstören, was wir allerdings negieren können. Er kann nicht mehr Special Summon, der Herold kann alles negaten. Sprich, auch die Todfeinde wie Lava Golem oder Volcanic Queen werden einfach ausgeschaltet dadurch. Dann die Wahl des einen Pot of Avarice. Ich finde ihn sehr wichtig, da der Friedhof sehr schnell gefüllt wird, da wir immer wieder abwerfen müssen und ein Pot of Avarice eigentlich nie tot kommt. Zu den drei Dualities habe ich was gesagt. Die laufen einfach ziemlich stark. Zwei Dawn of the Herald sind meiner Meinung nach die richtige Entscheidung. Denn man könnte zwar denken, warum spielst du kein Advanced Ritual Art? Warum machst du das nicht hier? Warum machst du das nicht da? Ganz einfach, Vanillafeen, sprich Gyakuteno Megami wäre in diesem Fall, glaube ich, die Fee. Oder halt Kugeln, wie mit der Venus, oder halt Scheinbolt, sage ich schon, Volkian Rauchbälle oder was ist da, Happy Lover und die ganzen Varianten, die es gibt. Ist alles schön und gut, aber sobald wir ein so ein Ding auf der Hand haben, bringt uns das alles gar nichts mehr. Und genau das wollen wir versuchen in diesem Deck zu vermeiden. Es gibt sehr wenig Karten, die einfach absolut tot sind oder die absolut tot kommen können. Sprich, was wirklich mal tot kommen kann, ist der hier. Ist aber auch zu stark im Endeffekt, weil wenn der Gegner irgendwelche Monstereffekte aktiviert und meistens versucht er halt über Monstereffekte seinen Vorteil zu erwirtschaften, können wir das einfach negieren, indem wir ihn und noch eine Fee abwerfen. Ziemlich geil daran ist einfach die Tatsache, dass er alles negiert, sprich Effektwähler, Effekt im Friedhof, Effekt außer Hand, wie Honest, Damage Step, egal wann, er negiert einfach alles, wenn wir eben keinen Herold auf dem Feld haben oder wenn wir vielleicht direkt etwas ganz Bestimmtes in den Friedhof kriegen wollen. Was man mit dem Herold vielleicht nicht machen könnte. Zum Beispiel, wenn du weißt, der Gegner hat einen War Chariot hinten und du willst es einfach nicht riskieren, dass der Herold aus irgendeinem Grund seinen Effekt aktiviert, kann es manchmal ganz geil sein, einfach den Herold aus orangenen Lichtes aus der Hand zu aktivieren und damit den Gegner-Effekt zu negieren vom Gladi-Spieler. Und dann muss der Gladi einfach vielleicht sein War Chariot aktivieren, um den hier zu negieren. Und der Herold bleibt sicher. Ganz viele Spielereien, die es damit gibt, im Endeffekt auch ziemlich stark. Nicht zu vergessen, er ist auch noch ein Tuner. Level 2. Genauso wie Earth. Das Ganze natürlich gibt jetzt in der neuen in den neuen Momenten, so wie es im Moment ist, gibt es eigentlich einige Möglichkeiten, die man da nicht vergessen dürfte. Und da verspreche ich natürlich von den neuen Exceed-Monstern. Nämlich von Gachi Gachi Gantetsu. Wenn das wirklich mal passieren sollte, dass wir einen Earth auf dem Feld behalten und einen Gantetsu rausbringen können, kann man das Ganze mal versuchen. Genauso kann man mit den ganzen Level-4-Monstern Aspiring Hope, oder wie er hier heißt, Nummer 39, Utopia, ganz gut beschwören. Ist kein schlechtes Monster im Deck, darf man auf keinen Fall missachten, denn der Effekt, dass der Gegner nicht angreifen kann, kann manchmal ganz wichtig sein, wenn der Gegner ein Synchro-Monster bringt, das größer ist als Herold. 2-8 sind zwar nicht so leicht zu knacken, aber das kann halt schon mal passieren. Ansonsten ist das Extra-Deck gefüllt mit Standard, wie halt der guten Trishula, ich leg das hier mal kurz weg, Gaia, Scrap Dragon, Stardust Dragon, Black Rose Dragon, Bryonek, Colossal Fighter, Waffe aus der Waffenkammer und jetzt ganz wichtig, einige Light-Synchros. Magical Android, Parshad, der Luftritter, also der Avenging Air Knight, Light End Dragon, das sind so die Sachen, dann Katastor natürlich noch, sind wir bei 6, 9, 12, 13, wo habe ich den Gantetsu, 14, hier ist der Gantetsu und dann natürlich noch ein Hyper Librarian, wenn ich ihn jetzt gerade da hätte, aber die sind ja leider noch in der Post bei mir. Das halt das Extra-Deck. Hier vorne erkennt man es leider nicht ganz so gut. Mal gucken, was das Licht sagt. Das Licht sagt, es hasst mich. Tut mir leid, aber das hier ist ein Bryonek. Wie gesagt, mit Standard gefüllt im Endeffekt.
Das Side-Deck habe ich gerade nicht zur Hand, weil ich noch kein absolut geniales Side-Deck gebaut habe. Dazu nur so viel: Gozenmatch, Rivalry of Warlord sind natürlich super Karten, da man eigentlich nur Feen spielt, bis auf die beiden Sonic Birds. Und auch sonst kann man gegen seine schlechten Matchups, die wären nämlich Samurai, denn Samurai kann ganz schnell mal was Großes rausbringen und hat Magatama, ganz wichtig, und Gladiator Beasts, was reinboarden. Ich empfehle da persönlich den Kinetic Soldier und gegen Gladys, vielleicht Safe Zone. Safe Zone, sehr gute Karte, würde vom Streitwagen nicht den Herold fressen lassen, muss man aber mit Vorsicht genießen, da der Gladys-Spieler auch einfach versuchen kann, die Safe Zone zu negieren und zu zerstören. Naja, was soll man dazu noch groß sagen? Ansonsten hoffe ich, das Deck hat euch gefallen und hat euch ein bisschen gezeigt, was man aus Herold und Konsorten machen kann. Ich persönlich bin der Meinung, ziemlich starkes Deck, kann im Moment definitiv wieder mehr. Und ich würde euch vielleicht bitten, wenn ihr Erfahrungen mit dem Deck habt, wenn ihr das Deck cool findet und wenn ihr was dazu zu sagen habt, Meinungen, Kommentare, Wünsche, wie immer, alles bitte in die Comments. Und ja, Wunsch Nummer 1 kann auf jeden Fall mal sein, dass ich ein besseres Lichtverhältnis hier kriege. Egal. Meinungen, Wünsche, Kommentare, Ideen, Vorschläge, vielleicht Erfahrungen, bitte in die Comments. Wenn euch das Ganze gefallen hat, freue ich mich über den Daumen hoch. Und seid auch das nächste Mal dann dabei, wenn mein Infernity Deck Profile online kommt, das ich gerade eben fertig gebaut habe. Wenn auch ein How-to-Board Against Infernity kommt, dann endlich danach das Tengu Plant How-to-Board Against und auch von mir ein Tengu Plant. Und ja, wenn ich dann demnächst mit der Serie Dual Network Gegner anfange, ich suche immer noch Gegner, meldet euch also bei mir und sagt mir, wie ich euch erreichen kann. Seid auch das nächste Mal wieder dabei. Peace out.